Es gibt keine nennenswerten Landgewinne für die eine oder andere Seite. Anders als unsere Militärspezialisten Scholz, Habeck, Baerbock und Lindner schätzen Laien wie der langjährige Generalstabschef der US-Streitkräfte General Milley und der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee Saljuschny es genauso ein. Und sie erklären, dass keiner militärisch gewinnen kann. Ich richte mich nach Letzteren und meine, dass wir dringend und sofort einen Waffenstillstand benötigen, damit das Töten, Verletzen und Zerstören ein Ende finden. In den Friedensverhandlungen darf die Ukraine nicht verlieren, das heißt nicht auf Territorium verzichten. Das wäre zugleich ein wirksamer und humaner Weg zur Reduzierung der Zahl der Flüchtlinge, weil die meisten ukrainisch Geflüchteten dann zurückkehren würden, um ihr Land wieder aufzubauen, wobei wir helfen müssen.